Verschiedene Wanderungen, die erste am 3. Oktober und zwar barfuß. Sie können aber natürlich Ihre Schuhe mitnehmen und wenn es dann mal piekt, ziehen Sie sich einfach die Schuhe an. Aber soll ein tolles Erlebnis sein. Morgen ab 15 Uhr veranstaltet der Radfahrerclub Schwalbe 03 e.V. Solingen auf der Radrennbahn am Dorperhof das Karl-Otto-Franke-Abschiedsrennen. Wir stellen Ihnen den Sportler mal vor. Karl-Otto Franke weiß, worauf es ankommt, denn schließlich ist der Heilpraktiker als Jugendlicher selbst Radfahrer gewesen und zwar kein schlechter. Bis heute hält er den Steherrekord über 50 Kilometer und den Rekord über eine Stunde. Er war schon weit über 50, als er auf das Motorrad als Schrittmacher umgestiegen ist. Mit 69 Jahren ist er der älteste Deutschlands. Aber jetzt will er sein letztes Rennen fahren, seine Karriere beenden, beim großen Steherpreis der Klingenstadt Solingen. Karl-Otto Franke, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Für alle Zuschauer, die zwar schon mal Radsport gesehen haben, aber Steherrennen noch nie. Worum geht es bei dieser Art Rennen? Und was macht der Steher dabei? Genau. Stehersport kommt aus dem Dauerbetrieb, auf dem Steh von Standvermögen. Und Rennfahrer, die ein enormes Standvermögen haben, haben sich dann praktisch dem Stehersport zugeschrieben. Im Französischen sagt man auch Demi-Fond. Das heißt also, die Hälfte macht vorne der Schrittmacher und das andere macht der Rennfahrer. Er ist praktisch ein Dauerfahrer. Also Steher heißt es nicht, weil der Motorradfahrer steht. Nein. Sondern es geht um das Standvermögen. Es geht um das Standvermögen des Radsportlers. Ja. Und die Verbindung ist eben halt dazu, indem man praktisch von sich auf den Fahrer hinten einstellen muss. Da wollte ich gerade fragen, wie verständigen die beiden sich über das Tempo? Allez, O. Aha. Also Französisch, allez. Ja, und O, langsam fahren. Also, was sind das für Motorräder, auf denen die Steher da unterwegs sind? Das sind normalerweise Motorräder, die man auch landesüblich kaufen kann und die nach einer bestimmten Vorschrift umgebaut werden und wo man dann meistens steht. Früher hat man darauf gesessen. Aha. Das waren aber andere Kubikzahlen. Man hatte früher 2500 Kubik und heute hat man so etwa bis 1000 Kubik. Ja. Ja? Und früher hatte man keine Schaltung dran und hatte den Rollenabstand viel näher an der Maschine, konnte dadurch auch viel besseren Windschutz geben und dadurch eine höhere Geschwindigkeit bekommen. Ist das das Ziel, dass der Radfahrer wirklich mit seinem Vorderrad an der Rolle die Rolle touchiert? Oder? Das darf er nicht touchieren. Ach so. Er muss also Millimeter von der Rolle, optimal Millimeter Rolle und er muss möglichst sehr gerade sitzen. Mhm. Das heißt also ein Hohlkreuz machen und durch dieses Hohlkreuz, damit der Wind, der Schrittmacher vorne abhält, muss der Fahrer hinten zusammenschlagen. Ach so. Das wäre dann optimal, dann kriegt er nämlich noch einen Druck von hinten. Ja? Und wenn man gegen die Rolle schlägt, je nachdem, wenn die Windverhältnisse sind, dann kriegt man dicke Beine. Mhm. Das macht man 4, 5, 6 Mal und dann wird man sauer und dann schafft man das nicht mehr. Herr Franke, Sie kennen ja beide Rollen. Sie halten ja heute noch den Rekord über genau 50 Kilometer in 39 Minuten und über eine Stunde 74 Kilometer. Ja, in einer Stunde 74 Kilometer hinter einem Danny Hill. Bei einem sehr kalten Wetter war das dann, sehr windig. Ich bin zweimal die Runde praktisch auf der Rolle geknallt und das war dann ziemlich hart. Ja. Aber es war gut. Jetzt sagen Sie morgen dem aktiven Sport Lebewohl, aber Sie bleiben dem Sport erhalten. Was tun Sie dann? Organisiere die Steherrennen weiter in Solingen, bin dem Verein Schwalbe Solingen stelle ich zur Verfügung und ich bin dann der Sprecher auch. Ja. Herr Franke, ich wünsche Ihnen für die weitere Tätigkeit alles Gute und freue mich, dass Sie da waren. Dankeschön. Bedanke mich recht herzlich. Dankeschön. Ja, das Rennen auf der Radrennbahn am Dorperhof startet um 15 Uhr und dauert bis 17 Uhr. In 2 25-Kilometer-Läufen fahren 2 Teams um den großen Steherpreis der Klingenstadt Solingen. So, und jetzt drehen wir noch mal eine Runde um die vergangene Woche, unser Wochendurchblick. Ja, ja, Solinger Rockbands suchen ein neues Zuhause. Deswegen wurden in der Stadt mögliche Räumlichkeiten auf Lärmfestigkeit getestet. Resultat: Die musizierenden Solinger sind nicht nur so laut wie ein Düsenjäger beim Start, sie klingen auch zum Verwechseln ähnlich. Geräuschloser lieben es Nachtfalter. Nachtfalterfreunde kunden die Vorlieben der Tiere aus, müssen dabei allerdings häufiger die Erfahrung machen, dass Nachtfalter selbst durchaus Geräusche